Würde man die besten Entwickler der Videospielbranche küren, wäre Naughty Dog sicher auch auf der Liste der Nominierten. Aber warum auch nicht? Crash Bandicoot, Jack and Dexter, Uncharted und The Last of Us sind alles durch die Bank grandiose Spiele, die dafür gesorgt haben, dass Naughty Dog zu einer Firma wurde, deren Name für Qualität und hervorragende Unterhaltung steht. Dank der TV-Serie von The Last of Us auch abseits der Konsole oder des PCs. Aber das war nicht immer so. Naughty Dog hatte bereits einige Titel vor Crash Bandicoot herausgebracht. Kein Wunder, schließlich gibt es den Entwickler seit 1984, weit vor dem Erscheinen der ersten PlayStation. In den Anfangstagen hieß Naughty Dog aber noch Jam Software, kurz für Jason's and Andy's Magic, die Namen der beiden Gründer Jason Rubin und Andy Gavin. 1989 wurde aus Jam Software Naughty Dog und mit Keith the Thief und Rings of Power waren auch bald die ersten Spiele auf den Markt gebracht. Es sollte aber das dritte Spiel von Naughty Dog sein, das die Firma beinahe zerstörte und doch dafür verantwortlich ist, dass Naughty Dog auch heute noch existiert. Auch die Besten können mal richtig großen Mist bauen. Deswegen herzlich willkommen bei Worst of the Best, Way of the Warrior. Wir schreiben das Jahr 1992. Jason Rubin und Andy Gavin haben sich nach zwei Spielen für Electronic Arts entschlossen, eine Auszeit von der Videospielbranche zu nehmen. Warum? Angeblich waren sie nicht zufrieden, wie wenig kreative Kontrolle sie unter Electronic Arts hatten und wie ihre Spiele vermarktet wurden. Während Andy seinen Doktor der Philosophie am MIT machen wollte, zog es Jason nach Kalifornien. Dort gründete er eine Spezialeffektfirma und hätte eigentlich eine Szene für den Film Wolf mit Jack Nicholson und Michelle Pfeiffer umsetzen sollen. Doch bevor es dazu kam, rief der Electronic Arts Gründer Trip Hawkins an und erzählte von seinem Plan, eine 32-Bit-Konsole namens 3DO auf den Markt zu bringen. Ein Gerät, das keine teuren Module benötigen, sondern CD-ROMs als Medium nutzen würde. Mit einem Dev-Kit unter dem Arm machten sich die beiden daran, ein Spiel für das Panasonic 3DO zu entwickeln. Und das komplett ohne eigenen Publisher, weshalb Andy und Jason $80.000 ihres eigenen Geldes in ihr neues Projekt steckten. Das hieß natürlich komplette kreative Kontrolle, aber auch ein hohes Risiko, weil ihr eigenes Geld im Spiel war. Da in den 90ern Spiele wie Street Fighter und Mortal Kombat gerade groß im Trend waren, entschloss man sich, das in Anführungszeichen Mortal Kombat für das 3DO zu entwickeln. Das hatte natürlich auch kostentechnische Gründe, da ein Fighting-Game im Vergleich zu den bisherigen Projekten weniger Zeit in Anspruch nehmen würde. Ein Hintergrund und ein paar Kämpfer und schon wäre das Spiel fertig. Zumindest war das der anfängliche Gedanke der beiden. Wie beim großen Vorbild Mortal Kombat wollte man auch für Way of the Warrior digitalisierte Kämpfer im Spiel. Allerdings konnten sich die beiden keinen klassischen Bluescreen als Hintergrund leisten, weshalb eine beige Plane herhalten musste, was die Arbeit beim Freistellen der Charaktere am Computer später erschweren sollte. Hinzu kam, dass Andy und Jason die Aufnahmen direkt in ihrem kleinen Apartment machen mussten, um Kosten zu sparen. Da dieses aber zu klein war, mussten sie die Kamera immer wieder im Flur ihres Gebäudes positionieren und dann durch die offene Haustür filmen, um die Darsteller im Ganzen einfangen zu können. Apropos Darsteller, die ganzen Kämpfer im Spiel sind Verwandte und Bekannte, die sich komplett kostenlos filmen ließen und teils in sehr improvisierten Kostümen auftraten. Die indische Figur Gulab Juman zum Beispiel trägt als Lendenschutz einen Kissenbezug und als Turban ein zerschnittenes Bettlaken. Way of the Warrior war auch das erste Spiel, bei denen sich die Naughty Dog-Gründer externe Unterstützung holen und mehrere Leute anheuern mussten. Auch das strapazierte natürlich das geringe Budget. Am Ende mussten Jason und Andy sogar mehrere ihrer privaten Dinge verkaufen, um die Produktion finanzieren zu können. Mit dem letzten Geld ihres Budgets würden die Gründer einen winzigen Stand auf der Winter Consumer Electronics Show im Januar des Jahres 1994 buchen. Eine Entscheidung, die Naughty Dog vor dem Untergang retten würde, doch darauf komme ich später nochmal zurück. Am 30. August 1994 war es soweit. Way of the Warrior erschien für das Panasonic 3DO und oh boy,
Ich kann nur sagen, das Endergebnis war alles andere als gut. Woher ich das weiß? Ich lebte damals in den USA und hatte tatsächlich ein Panasonic 3DO. Und natürlich hatte mich der Hype um Mortal Kombat und die Screenshots in Zeitschriften wie Electronic Gaming Monthly und Co. ordentlich heiß auf das Spiel gemacht. Und genau das ist auch der Punkt. Auf Screenshots sah Way of the Warrior wirklich recht gut aus. Doch sobald man die CD-ROM einlegte und das Spiel startete, war das eine komplett andere Geschichte. Die Illusion der guten Grafik brach sehr schnell zusammen, sobald man die Kontrolle über einen der neuen Kämpfer übernahm. Die Animationen waren unglaublich hakelig und hölzern. Die Charaktere sahen wirklich auch schlecht aus mit Billo-Kostümen, die man beim Karnevalsladen ums Eck gekauft hatte, was ja teils auch wirklich der Fall war. Schlimmer war nur die Steuerung, die einfach träge war und manchmal Eingaben auch einfach nicht erkannte. Darüber konnte auch der Soundtrack von White Zombie nicht hinwegtäuschen. Ernsthaft, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie enttäuscht ich damals war, als ich Way of the Warrior spielen konnte. Gute Spiele waren auf dem Panasonic 3DO eh schon rar gesät und die Freude über 32-Bit-Technik und dem damit verbundenen grafischen Sprung konnte auch nicht über die vielen Gurken für das System hinwegtäuschen. In wenigen Momenten war für mich klar, dass Way of the Warrior nicht nur kein gutes Spiel war, sondern mit der schlechteste Vertreter der Mortal Kombat-Klone. Jeder Entwickler wäre mit diesem Spiel für eine Nischenkonsole komplett auf die Schnauze geflogen und von der Bildfläche verschwunden. Doch Naughty Dog konnte diesen Epic Fail in einen Epic Win umwandeln. Wie bereits erwähnt, hatte Naughty Dog mit ihrem letzten Geld einen winzigen Stand auf der CES-Messe in Las Vegas gebucht, um einen Publisher für Way of the Warrior zu finden. Was dann geschah, hätten sich die Macher nicht erträumen können. Es brach ein regelrechter Wettbewerb unter den Publishern um das Spiel aus. Das 3DO hatte zwar viele billig produzierte Titel, die mit Full-Motion-Video begeistern wollten, aber wenige richtig traditionelle Spiele, die abseits des Multimedia-Kampfbegriffs punkten konnten. Dieser Umstand sorgte dafür, dass gleich drei Firmen, Universal Interactive, The 3DO Company und Crystal Dynamics, darum buhlten, sich die Rechte am Spiel zu sichern. Crystal Dynamics wollte zuschlagen, um die Engine für neue Samurai Showdown-Spiele nutzen zu können. Das war natürlich nicht ganz im Sinne der Macher. Letztendlich entschieden sich Jason und Andy für Universal Interactive, weil ihnen der damalige Vizepräsident und spätere Systemarchitekt der PlayStation 5, Mark Cerny, einen unglaublich guten Deal anbot. Universal Interactive würde drei weitere Spiele finanzieren, über die Naughty Dog zusätzlich auch noch kreative Kontrolle hatte. Jason Rubin sagte in einem Interview später einmal, dass wenn sie diesen Deal nicht angenommen hätten, Naughty Dog wahrscheinlich nicht mehr existieren würde. Was war das erste Spiel, das aufgrund dieses Vertrages für Universal Interactive bei Naughty Dog entstand? Kein geringeres als der PlayStation System Seller Crash Bandicoot. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Naughty Dog hat eine lange Reise hinter sich. Jason und Andy haben die Firma, die sie einst gründeten, vor Jahren verlassen. Für viele ist Naughty Dog heutzutage mittlerweile der Uncharted- und Last of Us-Entwickler. Aber ich werde das schmutzige Geheimnis dieses Worst of the Best namens Way of the Warrior nie vergessen. Leider.